Minecraft, herzlich willkommen zur 25. Folge Sky Factory. Letzte Folge habe ich gesagt, wir brauchen unbedingt ein Jetpack. Wir haben allerdings ein Problem, dass wir hier Leder brauchen. Leder kriegt man leider nur, wenn wir so wie zum Beispiel da drüben eine Grünfläche haben, wo Kühe spawnen können. Eine Grünfläche können wir uns im Moment nicht bauen, weil wir zu wenig Erde haben. Und deshalb werden wir jetzt erstmal die Erde automatisieren. Dazu nehme ich ganz normale Oak Barrels. Wir könnten das mal probieren mit Item Conduits. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Und dann brauchen wir noch zwei Fässer. Genau. Und dann gucken wir einfach mal. Warte mal, wir machen uns noch mal ein paar Fässer. Da war noch von dem Lampenzeug drin. So. Haben wir irgendwo noch Wooden Slabs? Nee. Dann machen wir uns doch einfach 6 Fässer noch mal. Gut, Hopper brauchen wir auch noch. Ich habe da nämlich schon ein Konstrukt im Kopf. So. Das werden wir gleich unten aufbauen, damit wir hier oben nicht immer so viel wie soll ich das sagen? Dreck machen. So. Mein Plan ist hier ein Barrel, jeweils ein Barrel. Und dann hier Oak Barrels mit Item Conduits. Extract ohne Redstone. Und hier Insert. Ich würde auch jetzt erstmal ein Fass reichen. So, dann kommt, müssen wir uns mal kurz ein bisschen hochbauen. So, dann kommen hier nämlich noch mal Fässer hin. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann erreichen kann. Auf jeden Fall kommen da dann die Hopper drauf. Und wenn ich jetzt hier keine Fackel setzt, ist da oben rot. So, jetzt hauen wir das da rein. Gut, das funktioniert. Das Fass wird gefüllt. Funktioniert auch. Ich hoffe bloß, ich komme an die noch. Ja, komme ich dran. Okay. So, das war Schritt 1. Hier wird kompostiert. Schritt 2 ist, dass wir unten... Oh, fuck! Mann! Hat mich das Scheißding erschreckt. Warum entstehen die Scheißdinger hier? Mein ganzes Schwert geht bloß drauf, weil ich die Scheißteile hier killen muss. Oh, und wie viele das sind? Was kann ich denn gegen die Scheißteile machen? Kann ich an einen Boden einziehen? Gott, wie viele sind denn das? Ich muss probieren, da irgendwie... Wenn ich einen anderen Boden drin habe, könnte vielleicht sein, dass die nicht mehr spawnen. Ich weiß nicht, auf was die spawnen können und so. Das gibt's doch nicht, ey.
sehen, dass die auf Steine spawnen. Ich könnte Obsidian reinsetzen hier. Ah toll, da drüben haben wir auch noch nicht fertig gebaut. Ich weiß nicht warum. Ich meine, für Lootbags ist das geil. Ohne Frage, aber es nervt einfach. So, und ich wollte jetzt hier noch von dem Zeug hier mitnehmen. Genau. Ja. Und jetzt wird man gleich schon sehen, ob es funktioniert, und es funktioniert. Seht ihr hier? Nein, meine Karotten nicht. Die hier, die Gehirne will ich da rein haben. Mal aus Gehirnen können wir auch was kompostieren. Aber ich mache jetzt hier mal wirklich nur einfach. Das reicht nämlich. So, hier wird jetzt überall kompostiert. Das kommt da unten raus und dann haben wir Erde. So, jetzt schreibt McPhisto. Der ist mal wieder viel zu spät. Bin schon dabei. Komm rüber, hab Fragen. So. User joined your channel. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallöchen. Ich habe gerade eine Erdautomation gemacht. Cool. Ja, wurde Zeit, weil ich brauche Leder. Ich habe kein Leder. Du brauchst Erde für Leder? Ja, Erde, ja, schon. Du kennst doch Sky Factory, da fängt alles mit Erde an. Nein, es fängt alles mit Steinen an. Nein. Du hast erst. Obwohl, Erde ganz am Anfang, ja, natürlich, das ist sogar noch Erde, dann machst du ja sogar die Steine aus Erde. Eben. Naja, ich muss ja ein Feld anlegen, damit ich ein paar Kühe bekommen kann. Und deshalb ist Erde das erste, was wir brauchen. Ich überlege gerade, ob diese Kühe überhaupt Leder droppen. Aber ja. Sie. Was denn ich glaub, sonst? Man hat nur ein Problem, eine Milchkuh zu finden, das war das. Genau. So, also Erdproduktion läuft. Was wollte ich denn noch machen? Ach genau, ich wollte wissen, wie das Item heißt, mit dem man die Lootbags verkraftet. Also ich weiß, dass es den Recycler gibt. Was heißt verkraften? Du willst die so, wie wir aufeinander das bauen oder du willst sie zusammenfügen? Zusammenfügen. Ja, damit kannst du diesen Maschine machen, die ich dir genannt habe, diesen... Ach. Ja, genau. Wenn es nicht schon Wochen her wäre. Dieses Teil, was ich auch unten stehen hatte, um Zeug zu craften. Mit diesen Schablonen. Ja, das ist der Autonomous. Nee, Quatsch. Cyclic Assembler. Cyclic Assembler. Ja. Aber genau. Ich würde dir diesen Tisch raten, den ich auch gebaut habe, der viel cooler ist von der Elf Tools. Nur da weiß ich den Namen nicht mehr. Ja, F-Monitor. Nee. So, lass mich nachgucken. Ich bin gleich da. Immer helfen hier. Na, jeder muss das machen, was er am besten kann. Ich dir helfen. Okay, passt. Bilderblock. Das ist immerhin positiv für dich, dann ist dir wenigstens nicht mehr zu helfen. Genau. Bei mir schon wieder ewig her, dass ich hier war. Also, beziehungsweise, warte, ich schilder dir mein Problem. Ich habe jetzt ein Modular Storage voll mit Dust. Dann würde ich einen Crafter machen. Ein Crafter. Das hilft mir wahrscheinlich schon. Wenn du den in Tier 3 machst, dann geht da immer was rein und er kann, glaube ich, 9 Rezepte.
Dann kannst du alle das durchjagen und sagen, gib die in Orange aus und dann kannst du auch wieder rausziehen. Crafter. Der ist sogar günstig. Ja, ja, der ist kostet super ja gar nichts. Dann machen wir uns den mal. Braucht der Strom? Ja. Okay. Aber der Assembler auch. Also. Das tun oben unten. Torches. Und dann brauchen wir noch ein paar Crafting Table und dieses Teil. Ich nehme mir die ganze Zeit vor, auch mal nochmal Minecraft Sky Factory zu spielen, aber ich komme ums Verrecken nicht dazu. Tja. Das ist ein bisschen. Das hier, schade. Bist du das? Was zur Hölle hast du da nach unten gebaut? Meine Base. Die geht jetzt einmal komplett bis unten. Warum gibt's hier so ein Ding mit lauter Redstone? Weil das meine An-Aus für Mobfarm ist. Ah, für die Lichter. Genau. Was hatten wir gesagt? Crafting Table. Irgendwo waschelt bei dir aber ein Schleim umher. Ja, genau, das ist auch noch eine Frage. Warum spawnen so viel scheiß Slime? Mikrofon und einer mit einem Headset, sehr lustig. Ja, ich krieg die ganze Zeit da unten Slime. Ich weiß aber nicht wieso. Das könnte an dem Biom liegen. Ich bin mir da auch nie sicher. Ich habe mir schon überlegt. Deep Ocean ist, glaube ich, schon irgendwas Seesumpfmäßiges so im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich bin da keinem Fehler auferlegen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Boden austausche mit Obsidian. Warum? Kann auf Obsidian nichts spawnen? Ich glaube schon. Nein, eigentlich nicht. Crafter Tier 3. Gut. Gucken wir uns das Ding mal an. Ach, du hast auch Aufzüge da. Damit komme ich auch hoch oder runter. Ja. Einfach durchgeflogen. Ja, du warst fleißig. Beim letzten Mal habe ich irgendwo bei dir reingeguckt und gedacht, oh, schön. Du hast zwei Reihensteine oben drauf gelegt. Ja, dann also, hast du wahrscheinlich den ganzen Kram unten drunter gebaut, den ich nicht gesehen habe, als ich etwa hier gestanden habe. Das kann gut sein. Ja, das hier wird jetzt die. Also über dieser Ebene wird die eigentliche Basis oder das Häuschen errichtet. Jetzt? Das sind so die Grundmauern und auf Cobblestone Bricks Höhe kommt dann die Erde hin. Beziehungsweise. Ja. Denk auf der Höhe. Und du hast noch gar keinen Strombedarf, wenn du mit drei gammeligen Solarzellen hier klarkommst. Warum? Ich habe vier. Hier hinten ist auch noch ein. Nö, das reicht alles. So, ich verstehe jetzt noch nicht, wie ich denn hier. Keep one item in Inventory Slot. Wie bringe ich. Dieses Ding schon mal gesehen? Hä? Wo? Vor mir. Was denn? Komische fliegende Fackel oder was? Ach so, ja, die habe ich. Die fliegt da schon eine ganze Weile rum. Also, okay, ich habe jetzt so ein Crafting-Tier-Teil. Was mache ich damit jetzt? Macht aber kein Licht, das Ding, komisch. Moment. Erstmal aus. Mit du musst natürlich irgendwo hinstellen, wo du Sachen rein und raus pumpen kannst. Sonst bringt ja die Automatisierung nichts. Ich will erstmal gucken, dass es funktioniert. Okay. Wenn ich wüsste, wie. Wo muss ich denn was rein? Dann stell ihn mal irgendwo hin, wo du Platz hast. So, da. Gut. Jetzt kannst du. Wie war denn das? Setz das, glaube ich, da oben rein. Also ich dachte da unten. Irgendwie, ja, ich muss gerade mal gucken, wie das mit dem Rezept war. Ja, bei mir klappt es. Irgendwas habe ich noch nicht richtig eingestellt. Ja, links unten fehlt noch was. Ist cool, dass man da auch was angucken kann. Ja, sieht schon, aber irgendwie muss man. Ah ja, du klickst einfach oben links auf das Rezept. Das war's, das habe ich vergessen. Oben. Links oben auf. Fügst die Dinger ein und sagst dem dann noch, wo es hinmachen soll. Du kannst jetzt sagen, intern oder extern. Jetzt zum Beispiel auf intern Stelle, siehst du das überhaupt? Intern sehe ich jetzt nicht. Jetzt, ich kann aber okay. Selber rumschalten. Ah, jetzt siehst du, dass er alle zu. Macht er was? Hat er jetzt aber das Rezept nur für dich genommen?
Ah, ne, da oben. Aluminium Ore. Okay. Okay, warte mal. Das hast du jetzt intern oder extern eingestellt? Intern, deswegen kommt es oben in das Blaue. Wenn du extern einstellst, kommt es unten links in das orangene Fenster und da kriegst du es wahrscheinlich auch einfach wieder raus. Also warte, ich gehe hier drauf, dann füge ich das da ein und wie mache ich, wie speichere ich das? Apply. Okay. Das auf extern geschaltet, damit kommt es halt im Orange raus. Aber wieso ist da unten noch Zeug drin? Das habe ich auch nicht verstanden, warum hat er noch. Wahrscheinlich, weil das Ding unten voll ist, ja. Ja, aber wie kriege ich das Zeug, was voll ist, wieder weg? Ah ja, ich würde sagen, Kabel anschließen und absaugen. Aber das ist ja bloß ein Ding drin. Mit Glück musst du es noch nicht mehr in das Kabel pumpen, weil er das damit rauszieht. Okay. Warte mal, ich wollte das wegmachen. Wenn ich ihn abbaue, dann sollten die Rezepte wahrscheinlich auch weg sein. Oder das sollte das auch gelöscht sein. Weiß ich nicht. Kann sein, dass es noch beibehält. Nee, ist Nee. weg. Hast du eigentlich auch überall noch diese Puder-Symbole da drin in der Leiste? Ja, genau. Das war ja das Komische. Sind aber nicht wirklich da, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich Erinnern gemacht habe oder sowas. Okay. Gut, das funktioniert ja easy. Ja, der ist super leicht herzustellen und super stark. Saugeil. Wir haben uns früher mit diesen 3 Millionen Cyclic-Assemblern darum gequält. Während du einfach mit einem so Ding neuen machen kannst, das ist zum Reihern. Ja, jetzt muss ich dann bloß Mevia gucken. hat sich schon beschwert. Ach, ihr habt das endlich auch mal festgestellt, dass das geht. Ja, Das habe ich wie? früher schon immer benutzt, aber ihr habt da die 3 Millionen. Arsch hättest du uns auch sagen können. Ja, wie immer. Der weiß alles und hält die Klappe. Die umständlichen Wege erforschen, während er sich ins Fäustchen lacht und weiß, was man einfacher machen hätte können. So, jetzt muss ich nur mal überlegen, wo ich das Ding hinstelle. Warum geht der Aufzug nicht? Ah, jetzt. Wenn ich den bis hier runterstelle, ist es auch doof, weil ich brauche ja die Sachen wahrscheinlich wieder oben. Oh, ich habe schon 28 Erde. Kann hier Cobblestone ein- oder ausschalten, weiß dann nicht, warum das so ist. Bei mir leckt es. Hier liegt gar nichts. Den kannst du ein- oder ausschalten, damit sich das Fass füllen kann. Ja, das ist schon klar, aber wo kommt das her? Oh, hier ist ein Lava-Block. Ach Ja, du hast so, neben das dran ist. Lava und einen Wasserblock. Ja, genau. Ja, stimmt, da war irgendwas mit diesem Transfer-Node, was ich noch nie benutzt habe. Das lässt irgendwie Das den Block ist. da und macht ihn nicht weg. Genau, also irgendwann, wenn du ihn anschaltest, dann passiert das. Das ist die einfachste Wasserquelle, Steinquelle. Dieser Extruder, der braucht Dings da, Energy. Nein. Der Der Ignisches. braucht nicht mal Energie, um Obsidian herzustellen. Was? Ja, was meinst du, was so cool an dem Ding ist? Und vor allem, wenn du den erstmal geupgradet hast, haut er dir stackweise die Steine daraus. Und dann kommen halt Ja. 64 auf einmal. Überleg mal, dann wäre ja hier mein Meta, mein Dings da Storage explodiert. Ach du meine Güte, ja, da ist schon was drin. Ja. Aber ist cool, Jetzt ne? habe ich wieder, Als jetzt habe ich Oberstufe wieder. vom Ah, ME. warte mal. Seht ihr das? Wenn ich mit der Maus scroll, dann kriege ich das Zeug hier ins Inventar. Ist ja komisch. Jetzt habe ich plötzlich 23. Ja, wenn du über irgendwas nach oben scrollst, kommen die Dinger einzeln runter, anscheinend. Du kannst sie aber auch, wenn du auf ein leeres Feld, einen leeren Stack gehst, wieder einzeln hochscrollen. Wie du nach unten scrollst. Sehr Ach, du schier. kannst die auch so rein scrollen, wenn du was im Inventar hast. Ja, und vor allem wieder auch wieder raus. Wenn du noch im Inventar bist, kannst du wieder rein und rausscrollen. Ist doch cool. Das muss man nur erstmal wissen. Ja, cool. Ich habe mich schon gewundert, wo das Zeug alles herkommt. Ja, ich Okay. wusste es bis eben auch nicht. Also, dann müssen wir nächste Folge diese Crafting-Tier-Zeugs da anschließen, damit wir automatisch unsere Dust. Und jetzt habe ich schon wieder alles. Wisst ihr, Leute, hätte ich das alles nach links gebaut, hätte ich auf der rechten Seite noch Platz, den Dinger hinzusetzen. Oh.
Reißen wir halt einfach alles ab, ist eh nicht so wichtig. Oder ich reiß hier zumindest auf der Seite was ab, weil den Obsidian Zeug da brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Zeug. Ja, hier wird Obsidian produziert. In die Kiste oben Cobblestone rein und dann kommt hier in der Holzkiste unten kommt Obsidian raus. Okay, wie funktioniert das jetzt? Stein fließt in Hopper. Hopper macht das Fass, den Crucible hier voll. Der ist durch Lava befeuert. Dann kommt auf der rechten Seite ein Conduit, ne Quatsch, ein Fluid Conduit, der die Lava in dieses Barrel hier rein macht. Ah, das ist auch ein Barrel, okay. Genau, ein Stone Barrel, sonst wird es ja Feuer fangen. Und durch das Wasser oben wird die Lava abgekühlt und ploppt dann unten durch ein Item-Conduit raus. Die Lava wird abgekühlt und wird automatisch zu Obsidian. Ja. Ohne dass Wasser dabei drauf geht. Ja. Das ist cool, das wusste ich auch noch nicht. Warte. Ich hau mal hier noch. Kannst du dir mal angucken? Also, es dauert halt natürlich, bis die Lava Ja, gebrannt ist. das mit dem Crucible ist eigentlich klar. Ich wusste halt Aber nicht, du dass ich siehst da auf der Obsidian rechten reinmache. Seite, dass die Lava schon nach oben geht. Also im Stone Barrel. Jupp, man sieht's. Das Ist schon dauert ein halt eine halber Weile. Bucket drin. Ist ja bereits ein halber Bucket drin. Genau. Und wenn es voll ist, dann wird einfach durch die Lava, durch die Wasser, das Wasser abgekühlt und das Ding ploppt. Cool. Man lernt nie aus. Ja. Und deshalb ganz cool. So, was machen wir jetzt? Wir beenden, glaube ich, die Folge. Okay, mach das. Ich esse erstmal was. Apfel vor der Wind. Genau. Also, ja. Erde wird produziert, das bauen wir nächstes Mal auf, damit wir Leder kriegen, damit wir uns endlich ein Jetpack bauen können. Jetzt kommst du bestimmt. Angel Ring? Mir egal. Will kein Angel Ring. Bin gerade stolz darauf, wie ich hier mit Technik umgehe. Ja, für deine Verhältnisse schon sehr viel Technik. Du Ja. bist ja lieber der Landschaftsgebäudebauer. Ich sitze im Hopper. Ja, dann lass dich auch einsaugen. Damit du mal gebrannt wirst. So, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Mephisto, für die Hilfe und Kein die Problem. hilfreichen Tipps. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft. Ciao.